Ich gebe den Startschuss. Ich gebe meinen Startschuss. Bin kurz in deren DS und dann sei Bescheid. So, also, folgender Plan besteht. Wir werden jetzt die Verfolgung an einem Konvoi aufnehmen. Unser Startplatz ist hier oben am Rebel Outpost und der Tankluster, der wird hier unten am Donator Shop starten. Und das Ziel wird sein, hier oben DP6. Wege sind dafür nicht vorgeschrieben. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, sie zu überfallen. Sie werden probieren, das zu verhindern und mal schauen, wie das ausgeht. Okay, die fahren los. Ja, gut. Alles klar, dann mal aus hier den Autoschwebeflug und ab geht's. Ja, Leso, du koordinierst dich selber, ne? Ja. Ich geb mir Mühe, ja. Ja, weil du hast ja die weitere Range. Also als Tipp würde ich jetzt sagen, hier vorne am Flughafen gibt es Gebäude, wo du oben rein kannst und die Straße gut umdicken kannst. Leso, den Sniper. Wenn sie denn da langfahren, ja. Ja, wenn sie denn da langfahren, ja genau. Das ist mal die ruhigste Frage. Das Gute ist ja, du weißt, wie man einen Marker setzt. Doof ist nur, wir sind natürlich jetzt von der Polizei gesucht. Geschossen. Das ist blöde, ja, aber die werden uns eh nie finden. Also Dark wäre dann so, dass ich dann vielleicht letztendlich auch dich natürlich anstatt um Rauschpreis schmeiße und dann selbst woanders in Position gehen werde, ne? Ja, ist gut. Nicht, dass wir gleichzeitig aussteigen. Nein, nein. Und dass sie nicht wissen, wo wir sind. Selbst mit dem Heli, die zu spotten, wird jetzt glaube ich relativ schwierig, wenn ihr halt irgendwelche Seitenwege erstmal langfahren. Ah, da vorne fährt was. Also, sie bewegen sich erstmal Richtung Güterbahnhof. Wir fahren immer einen Weg, oder, Marco? Ja, ich sag's sagen. Oder wollen wir warten? Nee, so. Da wurde mir irgendwas auf dem Radar auf jeden Fall angezeigt. Ja, sie fahren da lang. Aha, also gar nicht so südlich, wie ich dachte. Also sie fahren erstmal in diese grobe Richtung. Ich habe mal einen schwarzen Marker gesetzt. Ich sehe schon. Alles klar, dann mache ich mir mal einen Marker. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Kommt, he's coming. Nix, ah. Ja. Ja, willkommen in der Aufnahme. Ihr macht schon wieder Unfug. Ja, wir verfolgen einen Tanklastzug, den wir versuchen werden zu überfallen und die Jungs werden probieren natürlich das zu verhindern. Hört man dich denn mittlerweile schon? Ja, man hört mich auch. Also sollte man zumindest. Du kannst ja selbst mal kurz den Stream anschalten und mir Bescheid sagen. Guck mal kurz rein, ne? Hi, was ist denn jetzt los? Draco, wenn du ab und zu mal die Map mit dem Auge hast, weil du ja parallel zum Fahren gucken kannst, das ja helfen. Ja, ich guck außen halb schon rum. Also. Ja, sie fahren auf jeden Fall Richtung Ölfeld, also nächster Spot hier. Back Map. Back Map. Ölfeld. Okay. Also ich stehe bei 5. Bei DB12 gerade. Les Ölfeld, die fahren ganz außen rum oder was? Ja, ja. Sieht so aus. Les, ich glaube, das ist falsch. Fahr mal Richtung DP11, wie ich meine, das Problem hatte. Ja, natürlich schwierig, ne, mit so zwei Autos nur. Wenig, das schaffen wir nicht. Lex, hast du noch Lust und Zeit auf Ifrit? X? Ja, stumm. Ah, der überprüft gerade den Stream. Ich werde auf jeden Fall mal kurz hier vorne auf dem Berg landen. Da. Na, die haben auch Ifrits, oder? Das haben die Fahrzeuge. Wir haben zwei Ifrits, einen Hammett, glaube ich, und den Tanklaster. Guckst du mal bitte, was das ist? Marco. Ich guck, aber es ist also nicht das. Das ist bei uns. Ah. So. Johanna. Also ich glaube, man hört schon. Das war die, glaube ich, vorhin nach oben ist. Hier war Johanni. Ja, der oben vorher auch da. So, als
Jetzt müssen wir mal schnell probieren zu landen. Vielleicht sollten wir nicht öffentlich sagen, wo wir hinfahren. Wo ist Delay, ne? Das ist eine Minute Delay drauf, mindestens, ja. Ja, aber dann gleich gucken wir einfach noch die Map und dann sagen, sprechen wir das nicht aus. Das, wir haben bestimmt auch Spotter im Stream. Nee, das ist kein Bulle. Wo soll ich denn spawnen? Mit einem Wunsch? Na, die müssen, versuchen, DP6 zu erreichen mit dem Konvoi. Wenn wir es schaffen, kriegen die von uns 500.000. Wenn uns gelingt, die aufzuhalten, kriegen wir 500.000. Ah. Ich habe einen Ifrit. Der Leser hat einen Ifrit. Und Shockwave ist unser Spotter im Heli. Aber wir haben nur zwei Fahrzeuge am Boden, das ist glaube ich viel zu wenig. Weil wir die nicht wissen, welche Route die nehmen. Ja, aber es sollte auch gehen. Ich bin mal so fies, da eine Claymore dabei, aber ich weiß nicht, wo ich die legen soll. So, wir sind jetzt an dem eben definierten Standpunkt. Sind wir für DP11. Ist jetzt aus dem Sichtfeld verloren? Ah, die fahren gerade da hinten um die Kurve, okay. Ja, was haben die für Fahrzeuge? Zwei Ifrits. Oh, stimmt. Ein Hammett habt ihr gesagt? Zwei Ifrits, ein Hammett und den Öldanker. So gut, dann fahren die höchstens 80. Maximal 83. Ja. Da kommt. Da sind sie, da sind sie, da sind sie! Scheiße! Sind neben mir, ich fahr weiter, ich hau ab. Oder ich reih mich einfach ein, vielleicht merken sie es nicht. Ja, vielleicht. Bin hinter dem Konvoi. War hinter denen her. Das ist noch ein Ifrit. Die merken es nicht, die merken es nicht. Wir reihen uns einfach ein. Ja. Wir fahren, das ist auch eine gute Idee. Aber oh, hält an. Ich steige aus. Nee, die fahren weiter. Warte, ich probier einfach einreihen. Das wäre gar nicht gewesen, wenn ich es merke. Okay. Sie ist ja auch nicht. Oh! Was war das? Da war es explodiert. Unser Salat ist explodiert. Wir waren es nicht. Nee. Das wahrscheinlich wurde dagegen gefahren. Oh, drin eine Claymore. Was? Habt ihr die jetzt noch im Blickfeld hier irgendwo? Oder? Nee, ich hab, die muss abhauen, Kirsche unten sind explodiert. Nee, nicht wer da explodiert ist. Das waren die. Ach, das waren die schon. Ich hab mich bei denen eingereiht. Ich war in deren Konvoi drin. Dann hab ich mich bemerkt. Einer kommt Richtung Berg nach oben. Ja, ja, das ist leider das Problem, dass der uns sucht. Ich bin durch die Bresche. Kann man ab. Ese, wo bist du? Ich stehe an der Kreuzung, guck hier. Der Tanklaster steht auf jeden Fall noch da. Was ist denn explodiert? Der Tanklaster fährt jetzt weiter. Der Tanklaster fährt jetzt weiter die Straße entlang. Die fahren uns nach. Ja, ja. Ich bin nochmal hinter dran, immer noch. Tanklaster und Hammett defekt. Nein! Kannst du rausspringen gleich mal? Wie dicht sind die dran? Kannst du rausspringen? Ja, die sind ganz neben uns gerade. In den Graben rüber sind sie. Ich hab gerade nicht so einen Überblick. Alles klar, da sind sie. Jetzt sind sie gleich hinter uns wieder. Direkt hinter euch jetzt. Ja. Und da vorne steht der Tanklaster und der Hammett. Okay. Eine Person auf jeden Fall bei dem Tanklaster. Der Ifrit fährt wieder zu seinem Tanklaster. Okay, alles klar. Draco, dann lass ich ihn hier an den Felsen raus. Leso, du bist in der Nähe, ne? Unser Tanklaster ist explodiert, weil der Hammett rumgepackt hat. Was gemacht hat? Zeig mal aus, Draco. Der Hammett hat rumgepackt, also gedesinkt und dann ist der Tanklaster genau reingefahren. Oh nein, schade, ey. Das ist ja unpraktisch. Ja, keine Ahnung. Naja, das ist ein Ifrit noch da unten, nicht ein Tanklaster. Mal kurz Waffenstillstand, Wir könnten natürlich weitermachen, dass wir. Keine Ahnung. Dass der Hammett halt jetzt der Tanklaster ist. Ja, würde ich auch vorschlagen. Okay, dann ist der Hammett jetzt der Tanklaster. Okay. Ich sag dann geht's weiter, ja? Dann, Draco, sollen wir einsteigen, weil dann lassen wir jetzt mal losfahren. Weil dann schlecht jetzt hier ins Kreuz fahren. Ja, das ist ja nicht lieb. Nee. Ja, dann fahrt aber gleich mal schon ein Stück vor wieder, ja, ne? Also, der Hammett von Assipass ist jetzt das Hauptziel, okay? Alles klar.
Okay, dann fangen wir los. Lasst uns ein bisschen kurz. Ihr kriegt losfahren. Vorsprung, ihr kriegt Vorsprung. Okay. Drin, Darko? Nee, das. Das ist natürlich super, dass jetzt der Tanklaster gleich als erstes mal explodiert. Kann ich mal ansteigen? Steht 1-0. Ha! Was Schlüssel? Ihr habt einen Schlüssel, auf jetzt. Ist lockt, ist unlockt. Mausrad drehen. Aussteigen. Nee, ich kann auch nur aussteigen. So geht das jetzt nicht mehr. Geh auf die andere Seite. Geh auf die andere Seite vom Fahrzeug, da geht das. Weil ich bin hier einmal rumgelatscht. Kann ich nur noch rausziehen. Oh, da vorne kommen die Bullen. Wo? Draco. Die kommen gerade die Hauptstraße entlang. Ich kann nicht einsteigen. Yami fährt da lang. Ausrad drehen, Draco? Ja, es geht nur, kann ich nur rausziehen, mehr nicht. Sag du mal sonst aus. Ja, ich bin ausgestiegen. Als Passagier, so. Bin drin. Und die verloren. Hoffentlich halt die Wiesen an. So, ich starte jetzt mal wieder, wa? Jo, wieder. Ja, da unten sind sie, sehe schon das Blaulicht. Geht nicht. Doch, die sind hinten, sind ja, die sind gerade hier durch die Stadt durchgerast, also ja. Wollen scheinbar nichts von uns. Blaulicht. Geht jetzt. Wir müssen in Richtung Norden, nicht wahr? Dann ist da alles klar. Ich bin polizeilich gesucht. Ich muss meinen Kollegen ja freischießen hier. Ich weiß natürlich auch polizeilich gesucht. War nur ein bisschen neuer Restart. Ich sehe es ja gerade. Ich gucke da außen an sich, gucke ein bisschen rum. Gefällt, wir müssen aufpassen. Waren echt querfett ein, Jungs. Müssen wir ein bisschen weiterfahren, glaube ich, und neu positionieren. Weil er prompt halt Richtung Osten ist. Mein Kollege ist hinter uns. Gut. Heißen unser Kollege. Echt nur den Highway hier lang, oder? Ich weiß nicht, wir müssen uns ein leiten, weil ich fahre gerade um Zeit zu gewinnen. Ja, ich muss sie halt erstmal wieder spotten, ne? Also. Ja, die sind aber recht nördlich gefahren. Die sind von der Straße wie abgebogen, glaube ich. Ich sehe irgendwas seht ihr vorne auf dem Radar. Rein. Könnten auch Gerschelt 1 sein. Sollen wir jetzt mal Richtung Atira fahren und dann da uns breit machen, um ein bisschen Vorsprung zu haben? Na, ein bisschen außerhalb. Gibt es Geheule mit den Shops wieder los? Ja, ich meine, also, wir müssen die überholen, deswegen sind wir auf den Straßen ja schneller. Wenn uns die Polizei dazwischen kommt, meine ich. Ja, die Zweck gesniped. Ja. Ich kann gerade echt nichts mehr spotten, ey. Marco, sag mal, ein bisschen Co-Pilot. Wo muss ich hin? Jetzt die nächsten links. Bringt das was? Die nächste. Ja. Aber die zweitnächste. Beidnächste. Ja, richtig. Nicht die hier. Nicht die hier. Nicht die hier. Nicht die, wo die kommt, sondern die nächste. Alles die klar. Nicht die nächste. Aber jetzt die zweite. Jetzt. Genau. Die hier. Hier links. Genau die. Dann ist fährst du hoch. Warte mal, Tageslicht. Geht schon, alles klar. Da fährst du hoch, bis zur nächsten Kreuzung links ab, und gehst da rechts. Stopp, nur bis zur nächsten Kreuzung ansagen, sonst kann ich mir das nicht mehr. Einfach Kreuzung für Kreuzung durchgehen. Ja, jetzt kannst du geradeaus die Straße folgen. Ich kann halt gerade niemanden mehr spotten hier. Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Aus, ne? So, soll ich mir jetzt ein E-Field oder ein Pickup besorgen? Hast du Waffe? Eine Waffe habe ich, ja. Ja, dann, wurscht, dann hol dir einfach ein Pickup. Ein schnelles Auto. Geländegängig am besten. Ja, dann, wenn du Ifrit hast, bitte gerne. Könnten wir jetzt einen holen, ja. Der kostet 175. Einfach rechts halten. Da kommt gleich eine T-Kreuzung, wo lang? Ja, rechts halten. Nee, rechts ist aber... Das ist drauf folgen. Links ist... Ja, ihr müsst querfeld ein Richtung DP6 fahren, sonst das ist da, wie ich gerade... Oh, das sind schon da oben. Geländewagen. Ja, wir müssen jetzt hier links, oder nicht? Fahrt einfach querfeld ein. Ihr habt dann Ifrit, ey, Jungs. Wollt ein bisschen Land gewinnen. Da fährt geradeaus bis Feld. Also Richtung Norden, was? Na, Richtung DP6, da ist doch Ziel, ja, oder nicht? Ja. Genau so, Norden. Apfelfeld. Alles okay bei der Lesung? Soll. Warum habe ich mich gedreht? So, wo treibt ihr euch gerade rum? Auf jeden Fall mal DP6, Bonnie. Wo ist denn DP6 ungefähr? Kannst du Norden. Bei
Nördlicher Rebellen-Outpost. Ein bisschen drunter. Ja, die Straße kannst du nach oben gehen. Du kommst direkt nach jeder. Gut. Weißt du jetzt die hier? Ja, rechts. Der hält ja ein bisschen was aus, der Ifrit, ne? Ja, etwas, ja. Da eben Marker setzen, ganz kurz. Muss er eben Marker setzen. Da ein Ziel habe. Aber hinter uns ist Polizei, sehe ich. 4 Kilometer. Ah, jetzt wird es wieder klarartig, ne? Das ist klar. Weil die kommen aber aus links, Westen, glaube ich. Muss ich mal die Strecke anfangen, du findest allein. Ja, ich fahr jetzt mal Richtung Norden hier so und es hilft nicht, wenn du mitschaust. Ach, ich hab's Navi mal an. Ja auch. Das Prinzip auf die Straße, ja. So ganz auch geradeaus, spielt keine Rolle. Da kommt einfach noch eine Polizeistation, die Richtung, wo du fährst. Wurscht. Dann geradeaus. Aber Leso und der zusammenbleiben. Jo. Wie viele Kilometer braucht ihr noch, bis ihr da seid? 1,5. Ich bin bei 2,4 noch. Hey, hey. Seid ihr hier schon hinter mir, aber die sind immer noch nicht zu sehen hier irgendwo, also. Ja, wir müssen uns dann mal gleich formieren. Noch einen Kilometer suchen. Sind wir dann bei DB6. Mhm, ja, aber ich glaube, ich komme aus dem Westen. 1,6 habe ich noch. Bin ich auch da. Ein Auto, oder? Links, was ist das? Ich guck. Irgendein Pickup. Ja, Pickup. Ja. 1,2. Bauern, Moment. In 900 Meter. Halben Kilometer noch? Ich bin da. Am Rebellen-Outpost oder am DP6? Weil am DP6. DP6. Ja, der Rebellen-Outpost da oben ist das Ziel für die. Also müssen wir sie DP6 aufhalten, ja? Wenn sie da DP6 ist das Ziel. Nein, Rebellen-Outpost bei DP6. Schoko, dann ist es doch schon längst gelaufen hier, wette ich mit dir. Aber... Da unten sehe ich einen Ifrit, da unten sehe ich einen Ifrit, direkt bei DP6 gerade. Das bin ich. Also, okay. Das ist was. So, was darf ich denn alles machen, wenn ich die Herren sehe? Ja, alles. Warte, ich liege da vorne mal ein Claymore. Geht ein Claymore eigentlich? Wo seid ihr eigentlich? Wir sind jetzt beim Rebellen-Outpost oben. Und ich würde vorschlagen, Drago, ich steige jetzt mal hier kurz hier aus. Jo. Ich mal hier einfach mal was hin, was du machst. Weiß nicht, was geht, aber. Sieht du nicht das Ding? Ich sehe das Dreieck, ja. Du nicht das Ding? Oh, siehst du irgendwas? Nee, und haben sich noch nichts. Das dumpfe Gefühl, weil so lange können die eigentlich nicht brauchen. Na, die haben Hammett dabei, die werden wahrscheinlich querfeld einfahren. Hallo, darf ich euch mal ganz kurz stören? Ja klar. Ihr kennt doch bestimmt den Preis von dem Mohawk, was kostet denn der? Normal 2,25 Millionen. Ja, ja. Ah, okay, dankeschön. Bitte. Hallo. Jetzt habe ich hier so eine 1 Bomben zünden. Das muss ich nicht drücken, die 1. Nee, du kannst auch drüber fahren lassen, dann geht sie glaube ich auch hoch. Wie bitte? Los? Wenn sie gerade drüber fahren. Nein. Wie zünde ich die mit der 1, weil da 1 vor ist oder was? Keine Ahnung, ich hatte noch nie solche. Ausrad ist dann wahrscheinlich zünden einfach. Wahrscheinlich, ja. Alles klar. Ja, ist so. So, ich habe bei Auto mal Straßensperre hingestellt. Ja, ich komm dazu, ich komm dazu. Ich
Ah, da steht der. Ja, der ist wie in einer Claimer-Bombe. Das ist natürlich schlecht. Also okay. Ist weit weg. Es passiert dem nix. Ist sehr gut hier. Am besten, wenn dann die andere werden würden. Na, ich bleib im Auto, bis Stock mir was sagt. Guck auch aus, dann sie rundherum, aber ich sehe auch nichts. Wie lang? Und Ronny, join mal dann noch die Gruppe, nicht, dass ich dich da irgendwie nochmal verwechsel oder sowas. Escobars. Passiert. Hallo, Minecrafter. Wir sind durchs Bermuda-Dreieck gefahren, glaube ich, da. Egal, auch wenn sie jetzt einen Hammond mit dabei haben, die müssen irgendeinen Umweg gerade fahren. Sie fahren Umweg, wahrscheinlich vom Ölfeld irgendwo durch, aber schwer zu sagen. Von wo kommen sie? Das wissen wir nicht. Also nee, wo war der? Gestartet sind sie unten am südlichen Oneida Shop von uns aus. Ja, ich sehe vor mir was, die kommen ja. Vor mir. Ich versuche mal reinzufahren und die zu blockieren. Hier auf der Straße ist der Hammond. Kommt zu euch. Oh, hat mich umgefahren, die Sau. Wie geil. So, die Reifen zu schießen. Ah, scheiße. Waren die oben die Straße lang oder unten? Da, wo ich bin. Ich werde geschossen. Ich kann dir gerade nicht sagen, wo ich bin. Überfahren. Nein, echt? Ja. Scheiße. Warte, dann zünde ich jetzt. Kann ich zünden. Bombe ist weg. Komm schon, steig aus. Da kommt der Hammond. Der kein Reifen. Kein Reifenschaden. Scheiße. Ja, er schafft's. Oder? Noch ist er nicht da. Doch, ist er. Okay. Ja, aber... Weiter. Ich muss also, Schoko fürs nächste Mal. Noch ist er nicht da. Und? Ja, ich weiß schon, dass ich jetzt die Straße nicht wusste. Das weiß ich schon, aber was soll ich sagen? Ich war am Fahren, plötzlich waren die vor mir. Der ist futsch, ne? Ja, aber solange er hier oben steht, hat er seine Lieferung abgegeben, also... Oh Gott, da kommt ein zweiter Hammond. Jetzt jagen sie mich. Die sind ja immer noch nicht im Rebellen-Outpost. Ja. Die Bombe ist noch da. Ja, mein Efe liegt am Dach, schade, ich kann nichts machen. Ich dachte, der steht. Der Efe parkt hier nicht auf dem Ding. Der hat alle Räder futsch, Mann. Alle Räder futsch. Jetzt hat er mich erschossen. Wo kam der denn her, Alter? Wo kam der Typ denn her, Alter? So, lebt überhaupt jetzt noch irgendjemand von uns? Ja. Ich lebe noch. Ja. Aber ich denke mal nicht, dass ihr oben schon wieder beim Rebellen-Outpost seid. Ich lebe auch noch. Nee, ich hab 500 Meter leider, weil... Na, klar nur. Bild gehobt, das klingt wie ein Sieg. Ja.